Heute habe ich mir überlegt, machen wir ein paar Übungen, wie ihr am besten den Spagat sozusagen lernen könnt. Einfach ein paar Dehnübungen und dann zeige ich auch, wie ein Spagat aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der ersten Übung an. Dafür stellt eure Beine ein bisschen weiter als Hüftbreit auseinander und probiert mit eurem Oberkörper unten auf den Boden zu kommen. Probiert mal eure Hände aufzusetzen. Wenn das nicht geht, ist auch nicht schlimm. Und falls das schon zu einfach für euch ist, könnt ihr auch probieren, mit euren Händen hinter eure Beine zu kommen, also euch durch eure Beine durchzuziehen. Das könnt ihr dann ein bisschen halten, so 15 bis 20 Sekunden. Dann könnt ihr noch zu der rechten Seite gehen und das ein bisschen halten und zur linken Seite. Und ja, wenn ihr das geschafft habt, dann können wir uns auch schon auf den Boden setzen und die nächste Übung auf dem Boden machen. Da probiert ihr hinten euer Bein einfach abzusetzen und vorne den Fuß aufzustellen. Und dann probiert ihr euch mit der Hüfte nach vorne zu schieben. Und hier ist wichtig, dass ihr aufpasst, dass euer Knie nicht über den Fuß geht. Das heißt, dass ihr hier nicht so sitzt, weil das dehnt nicht richtig und das ist auch nicht gut für die Gelenke. Also immer schön aufpassen, dass der Fuß ein Stück weiter vorne ist als das Knie. Und dann solltet ihr das hier hinten auch ein bisschen ziehen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch auf den Boden abstützen, so neben euren Fuß gehen und dann einfach nach unten. Das sieht dann auch nochmal mehr. Oder ihr könnt hinten euer Knie oder euren Fuß zu eurem Po ziehen. Das sieht dann auch nochmal hier hinten ganz besonders. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euer vorderes Bein einfach mal strecken. Hinten probiert ihr immer noch den rechten Winkel beizubehalten. Und dann könnt ihr euren Fuß zu euch ziehen und das Bein strecken und probieren, mit eurem Oberkörper auf euer Bein zu legen. Sollte dann so aussehen. Dann ja, dann zieht das hier unten im Knie ein bisschen. Dann könnt ihr auch probieren, euren Fuß zu strecken. Dann ja, verlagert das die Dehnung noch mal ein bisschen nach vorne. Ist aber auch ganz gut. Ja, und wenn ihr das so ein bisschen gehalten habt, also beide Übungen so 30 Mal, mit der jeweiligen Seite, mit der ihr Spagat könnt, könnt ihr auch probieren, einfach in Spagat zu rutschen. Das wird dann halt einfach so aussehen. Ganz wichtig hierbei natürlich mal Füße strecken. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr eure Hüfte nicht ausdehnt. Das heißt, dass ihr nicht irgendwie so zur Seite sitzt, weil das ist kein richtiger Spagat. Also probiert wirklich immer gerade zu sitzen. Das Knie hinten muss auf dem Boden und das andere Knie muss nach oben sein. Dann könnt ihr im Spagat.